Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Ja, immer was entschuldigt, dass die Folge so kurz war. Die vorige. Ich wie viel gedrückt. Aber ich denke mal, es ist noch in Grenzen gewesen von der Länge her. Daher. Wir haben uns verkraften, denke ich mal, ne? So, ich wünsche allen einen schönen Tag. Ich danke fürs Reinschauen und fürs Abonnieren und fürs Liken. Ich wollte nur noch ganz kurz vorhin mal schauen mit Textur, ob das irgendwie klappt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber das heißt Landschaften, und zwar das Planieren, das ist verkehrt. Dann das Malen. Kleiner machen ein bisschen. Könnt ihr immer noch ändern. Das ist nicht die ganze Farbe, die ich haben wollte. Das ist schon, das ist. Ja, genau. Weil ich wollte das Gras eigentlich. Wegkam und jetzt habe ich Erde drin. Na gut, dann müssen wir ein bisschen kleiner machen. Dass wir hier einen Bodentyp ändern, was den Druck in der Nähe also stark ähnelt. Heißt, so in etwa. Ja, Wasser ist zu erkennen, denke ich mal. Ich hoffe, wir haben noch Wasser. Wenn wir hier über diese Tiefe reingehen. Die anderen Pumpen, die haben keine Pumpen. Da muss man auch noch gucken, wie es funktioniert. Also wie es da überhaupt ist. Ne? Gut, kriegen die Wasser. Schauen wir mal ganz kurz. Tiere. Wie weit die jetzt noch. Also die neuen Tiere sind noch alle noch nicht fruchtbar. Die etwas älteren vom Frühjahr auch nicht. Sind die Bullen männlich? Weiblich? Etwas mehr Gewicht, ja, 0,7. Wir müssen ein bisschen Geduld haben. Ja, ist 50. Sieht immer so, sieht ein bisschen besser aus als mit Gras. In der Release-Version war das eine anders. Ich habe ja eine Vorab-Version bekommen. Alle Mitglieder haben vorher eine bekommen. Also nicht, weil ich jetzt hier streame, sondern weil ich wirklich schon vor bin und nach längerer Zeit dort auch entsprechend tätig bin, kann man sagen. So. Rechtshandfutter, Linkshandfutter, wie haben die mehr? Sehe ich nicht ganz, aber gut, okay. So, jetzt machen wir mit dem Forst. Ne? Also leider verkaufen wir den Holz, wir brauchen Geld. Wir brauchen ein Lagersilo für unser Getreide. Ja, erstmal für Getreide. Überlegt wahrscheinlich auch ein Universalsilo nehmen.
aus Platzgründen, sag mal so. Ne, und ne, hier wollte ich keins mehr haben. Das wäre, naja, vielleicht mache ich hier mal Wiese wieder um den Weg. Ich weiß noch nicht genau. So, hatte ich hier noch einen LKW? Jupp. Dann verkaufen wir ein bisschen Holz und dann haben wir ein bisschen Geld. Wir hätten auch noch einen größeren Ladewagen für Holz. Aber, naja, das soll ja nicht unser Hauptgeschäft werden. Ne? Also möchte ich lieber mehr Getreide und auch so ein Zeug einfahren. Das sehe ich mehr als Hauptaugenmerk. Also hier ist nur, dass wir hier ein bisschen Geld verdienen können. Und später auch den Wald auch aufforsten oder nicht. Obwohl das sicherlich nicht notwendig ist, weil wir genug Wald hier haben. Und so ein Kleingeld haben für, fürs Kaufen. Ne? Das ist dann immer die entscheidende Frage. Der schummelt weniger jetzt, weiß ich gar nicht warum. FPS bei 40, 27, ja, fällt ganz schön. Könnte jetzt aber noch gar nichts aussehen, also hier unten anzeigen. Bei OBS hat keinen. Abfahrenmeldung, war gut. Ich will mal probieren, da liegt ja noch ein Stück Holz. Das will ich ja weg haben. So. Aber ob das jetzt mit dem Verkauf mitgeht, das weiß ich nicht. Ich lade es einfach mal hier so ab. So. Jetzt geht mal in die richtige Richtung. Oh, Zauberhahn, wie schön. Das fällt von oben. Ja, das Stück Holz will ich nicht haben. Ja, gut. Nee, das wollte ich mal testen. Ich wollte mal sehen, ob das Holz bestimmt zu kurz. Das können wir wieder verheizen und Hackschnitzel oder so. Das ist halt mal kein Hackschnitzel. Im Winter wird es wahrscheinlich ein bisschen besser sein vom Preis her. Wir haben keinen Winter, wir haben jetzt Sommer hier. So. Auf Richtung Wald. Ja, Thema Heu, ne? Also müssten eigentlich Heu machen. Aber ich war immer mit Wetter gewesen. Wettermäßig war ich hier nicht so günstig. Also viel Regen, also für Heu machen nicht so gut. Kaum lieber Heu. So teuer ist das auch nicht. So, mal schauen wir hier, ob wir das aufgeladen bekommen. Klappt sogar. Dumm, dumm, dumm. Na, fahren wir nicht quer, du. Und rechts aufladen.
Das ist ein gefährlicher Baumstumpen, da ist schnell aufgelegen und da haben wir den Scheiß. Schnitzen wir fest. Gegen Mittag, komm nicht weg. Ja, wollen wir es mal mit Abladen nehmen, ne? Das Querlieg ist nicht gut. Dann kriegen wir nicht viel auf. Und die Fahrt soll sich ja lohnen, ne? Eigentlich möchte ich ja Holz immer im Winter machen, weil ja andere Arbeiten ja dann nicht anstehen. Gut, man könnte Tiere verkaufen, wenn man welche hätte. Das ja wird zum Nichts, aber wir werden warten. Unsere Bullen müssen mindestens noch ein Jahr im Stall stehen oder auf der Weide. Weil so sind sie noch zu jung. Sie werden nur mitten wachsen. Nehmen wir vorne die drei noch mit oder? Ja, drei. Jetzt hat er hinten aktiviert, das ist nicht gut. Weil hinten ist so kurz für die langen Dinger. L will festmachen und B ab Aufladen beenden. So, nächste Fuhre. Das Lager kostet. Oh, Silos. Das Multifrucht 350.000. Dann kriegen wir alles rein. Gut, ich würde keinen Mist und nichts reinmachen, der Tauchel eigentlich auch nicht. Aber was ist hier schon real, ne? So, jetzt geht auch so ein Händler. Jetzt guckt noch die Zeit. Wir haben noch ein bisschen. Also brauchen wir 350.000. Für den Mais brauchen wir noch entsprechend die Technik. Aber bis dahin haben wir Raps und Hafer verkauft. Und ich glaube, wir haben noch Weizen oder sowas. Produktion gibt es hier nicht, also. Schlecht, ja. So, der braucht vorne was Schönes, nicht zum Aufladen, ne? Ja, sieht natürlich noch so hin. Keine Gabel da. Schlecht. Gabel holen. Wir probieren mal ohne. Der Händler ist ein bisschen weit weg. Ja. Wenn die drei nicht mehr mitnehmen dürfen, wäre es vielleicht nicht viel gegangen. Ja, ein Tannenbaum. Ist zwar jetzt der Sommer, aber gut. Das lässt sich jetzt nicht mehr einrichten. Also so schnell vorankommen und schnell nicht. Wir sagen könnten, naja, jetzt gehen wir auf Winter über. Geht leider nicht. Beziehungsweise wäre nicht klug. Weil wir brauchen die Ernte.
um finanziell wieder rumzukommen, da ist die Ernte leider etwas, wäre der Verlust zu groß. Sonst könnten wir auch Winter vorspulen, das wäre ein Thema. Ja, also 6 Tage Herbst und 6 und 4 Tage Sommer, also 10 Tage hingehen. Mal schauen, ob wir hochkriegen. Überhaupt hochkriegen weiß ich nicht, weil wir ja im Prinzip vorne keine Gabel haben. Also es könnte sein, dass nicht klappt. Aber im Prinzip. Ein bisschen dann so schräge machen, ja, dass wir da unten reinschieben und dann Holz. So. Das hängen wir fest, ne? Einen will er aufstehen und zum anderen will er nicht durchlassen. Der Akt. Das war so nicht geplant, Leute. Ja, hat mir festgeklebt. Da war 5 Sekunden Kleber hier. Na, aufgelaufen? Nein, Glück gehabt. Ja, das ist. Zu schräge hier, sagt man so, für ein LKW mit so vollgeladen ist. Wo der Schwerpunkt noch zu weit oben ist, nachher im Holz. So. Ob wir das Stück Holz aufgeladen bekommen mit Auto? Ne. Ist doch egal. Wir werden mal Holz verkaufen. Ja, hätten wir Luft. 57.000, das ist gut. Ein bisschen haben wir noch drauf gehabt. Gutes Geld. Der ist mir so umgefallen, weil er so schwer war. So, liebe Zuschauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich danke für alles. Dann seid mal tschüss und den Winkel. Ciao, ciao. Was sieht man sich zur nächsten Folge wieder? Tschüss.